Und damit herzlich willkommen zurück bei Crysis. Ja, es geht auch direkt weiter. Ich erzähle gleich ein bisschen mehr, aber ich will erstmal hier den Abschnitt beenden. Ja, den brauche ich. Ich würde gern. Ja. Yo! Hinter mir liegen. Vollidiot. Na komm, steh auf. Welche Punkte noch? Wer ist der ja noch? Verdammt, ja, genau so. Alcatraz, zurück hierher. Wir gehen in Deckung. Los, los. Schade. Die sind da ja noch. Ja, ich glaube, ich muss mal rein. Oh. Das ist ja wenig anders machen, aber... Kolossieren Sie! Erledigen! Erledige! Und weiter geht's. Hier ist Barkley. An alle Teams im Bau. Die Evakuierung von den Plattformen der unteren Ebene beginnt umgehend. Sanitätsteams sofort dorthin. Ausrüstung liegen lassen. Alles und klar. Nur die Überlebenden mitnehmen. Bravo Kompanie unterstützt. Jeder Zug bekommt eine bewaffnete Eskorte. Kompanien Alpha und Echo. Sie halten die oberen Ebenen und den Bahnhof, bis die primäre Evakuierung abgeschlossen ist. Überlegt uns schnell, Männer. Wir lassen niemanden zurück. Dann auf. Auf, auf. Lade, bitte. Ja, schön. Na, geht der schon wieder los. Nanovision aktiviert. Finde Colonel Barkley. Was für eine schöne Musik. Ich sehe ja gar nichts. Nanovision aktiviert. Bleiben Sie, wo Sie sind. Weg mit der Waffe. Hä? Identifizieren Sie sich. Ganz ruhig. Bist du ganz doof? Ruhig. Er ist ein Marine. Dr. Gould sagt, es ist Alcatraz. Gould? Diese Niete, was weiß der schon? Ganz ruhig. Lassen Sie ihn durch. Was weißt du denn, du Anfänger, Alter? Meine Moin. Güte. Ist da drin wirklich ein Mensch? Kumpel, Sie sehen aber gar nicht gut aus. Ah, alles normal. Was ist mit Ihnen geschehen? Colonel Barkley wartet auf Sie. Hier entlang. Ich weiß nicht, ich hab immer... Ich denke dann immer an Bucky. Von Captain America. Yo. Aktiviert. Die sehen noch relativ gut aus. Verdammt! Könnte
die gar nichts tun. Irgendwas muss es doch geben. Oh Gott. Das ist doch meine Frau, Sie Schwein. Lassen Sie mich rein. Ich will zu ihr. Also sorry, gute Behandlung ist anders. Das ist mir egal. Sie hat Angst und Sie lassen mich jetzt zu ihr. Was wollen Sie denn tun? Ich erschieße Sie? Nein, ich erschieße Sie nicht, Sir. Aber wir haben Quarantäne unter militärischer Kontrolle. Ich auch nicht hin. Schmerz und Leid im ganzen Leben. Bitte stillhalten, Sir. Verdammt, geben Sie mir eine Waffe. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sie werden jeden Mann brauchen können, der mit einer Waffe umgehen kann. Na, kann ich nicht schon machen. Sie wurden soeben neu eingestuft und wir sollen Sie sofort entwaffnen. Meine Güte, ich war einer von Ihnen. 9 Jahre. US-Armee, genau wie Sie. Bitte stillhalten, Sir. Ich bin ein Marine und Sie haben sich für den privaten Sektor entschieden. Ihre Privilegien sind erloschen. Irgendwas ist bestimmt. Alles klar. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, irgendwas ist verkehrt. Ja, man kann die Soldaten verstehen, ne? 9 Jahre lang und dann sowas. Kann man nichts machen, man muss sicher gehen. Das hört sich scheiße an, aber dann lieber ein Menschenleben. Dr. Gould, ich weiß Ihre Hilfe durchaus zu schätzen, aber das hier ist eine Militäroperation. Sie sind Zivilist und diese Stadt steht unter Kriegsrecht. Ah, und es läuft ja ganz prächtig. Schön, für dass Sie es geschafft haben. Sie hören mir einfach nicht Moin, zu, Kapuccini. Colonel. Wir sollten Alcatraz. Sie haben es geschafft. Gut, Sie an Bord, Sir Marine. Meine Männer halten viel von Ihnen. Scheiße, die meisten haben sogar Angst vor Ihnen. Er ist kein Frontsoldat, den Sie einfach nach vorne schicken können. Jetzt unter meinem Kommando. Wir brauchen jeden Mann, um den Laden hier zu halten, bis die Evakuierung abgeschlossen Colonel? Ist. Colonel? Lass ihn reden. Es geht sowieso immer nach diesen Leuten. Dr. Gould, danke für Ihre Zeit. Sie werden mit dem Zug evakuiert, zusammen mit den anderen Zivilisten. Mehr kann ich im Moment nicht für Sie tun. Sie kapieren das nicht. Jack Hargreave hat auf all das die Antworten. Wir müssen sofort. Soweit wir wissen, ist Hargreave inzwischen vorbereitet. Die Evakuierung hat Priorität. Chino, bringen Sie ihn zum Zug. Sekunde mal, loslassen! Es tut mir leid, Dr. Gould. Wir haben dafür keine Zeit. Chino, zu den Zügen. Sir, Kapo. Moment, Doc. Wir müssen los. Los, Kapo. Bring ihn ein, Kapo. Alcatraz, Sie gehören zu mir. Bin doch schon drinne. Ja, hallo? Ihr Freund Gould ist aufgetaucht und hat behauptet, er wäre Tara Strickland in dem Chaos entkommen. Blödsinn. Tara Strickland war eine dekorierte Navy Seal, bevor sie abgestürzt ist. Sie muss ihn befreit haben. Ja. Aber warum sollte sie das nur tun? Das ist die Frage. Also, das glaube ich auch nicht. Das kommt mir auch spanisch vor. Sehen Sie sich die Leute an. Ich bin hier aufgewachsen. Jeder da unten könnte zur Familie gehören. Hm. Und wenn es hier so kommt wie auf Ling Shen. Tja. Nehmen wir mal rein. Verdammt. Hier funktioniert wirklich gar nichts. Ich war auf Ling Shen und hab Strickland sterben sehen. Bis Tara davon erfuhr, ist sie zusammengebrochen. Alkohol, Drogen, unehrenhafte Entlassung. Ihr Vater dreht sich bestimmt im Grab um. Und jetzt arbeitet sie privat für Hargreave? Martinez,
Was ist denn? Sie stürmen die Haupthalle, Sir. Das keine war... Zeit mehr. Martinez, runter auf die Bahnsteige. Sagen Sie Dickerson, der erste Zug soll losfahren. Unsere Zeit ist gerade abgelaufen. Auf Kampfstation, Haupthalle. Verschaffen Sie diesen Leuten etwas Zeit. Alles klar. Wo muss ich denn lang? Da muss ich lang. Wow! Moni? Natürlich nicht. Los geht's. Dann sind echt gut, muss man mal sagen. Alles gut hier. Scheint so. Oh. Was war das? Soll ich denn jetzt lang? Na bloß ist er raus. Oh! Ach nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ah, was sind wir denn? Nutzen. Schaffen? Schaffen? Ah. Ey, das ist laut. Alles
klar, schnell rüber. Scheiß da. Ja, wunderbar. Ich hab mir das schon. Klar. An alle Einheiten! Sammelpunkt und angegriffen! Times Square New York. 24. August, 23 Uhr. Zoff-Evakuierung im Gange, wird aber dauern! So, ich dachte, wir fliegen jetzt mit den Hoverdingern da. Habt ihr vielleicht noch Money? Ich hab hier nichts mehr. Ja, ein lustiger Witz bei euch. Eieiei. Auch Munition, da gibt's nix, alles klar. Ja, auch nicht, oh Mann, ey. Mal kurz aufladen. Los geht's.
müssen die Treffer auf unserer Seite der Mauer halten. Wir haben jetzt die Pisten schwer verwundet. Lage ernst. Das volle Programm. Wenn die Treffer dahin kommen, gibt's ein Gemetzel. Ich brauche Zeit für euch. Vorsicht! Da kommt noch eine Welle! Die Scheiße durch! Und ihr euch! Feuer! Das ist wieder so ein... Nichts öffnen, Mann, das bin ich. Neue Muni, Alter. Denn da versteckt. Na? Alter, hat er mich weggedacht. Was? Ah, ärgerlich, wirklich ärgerlich. Aber jetzt gehen wir erstmal gleich rein. Da neue Muni haben, Mann. Zyklop 1, achso. Wir hauen ab, wir sind Zyklop 3. Wir haben schwere Schäden. Kann hier nicht mehr lange warten. Verstanden, Zyklop 3. Landefreigabe. Wir erhalten die Stellung. So ein Kampf-Arenen. Alcatraz, Sie müssen die Treffer auf Ihrer Seite der Mauer halten. Wir haben jetzt die Pisten schwer verwundet. Lage ernst, das volle Programm. Wenn die Treffer dahin kommen, gibt es ein Gewicht. Ich brauche Zeit, Marine.
Vorsicht! Da kommt noch eine Welle! Hallo. Club 1, Rückflug. Wir hauen ab. Erst zu Club 3. Wir haben schwere Schäden. Kann hier nicht mehr lange warten. Landeschiff von 3. Landefreigabe. Wir halten die Stellung. Ja. Kommst du her? Runter, komm schon. Das hört sich nicht gut an. Das ist Ruhe. Das ist gar nicht gut. Das war die EMP. Wenn das nicht auf der Werfefläche ab. Schlage den Seth-Angriff zurück. Manovision aktiviert. Nicht mit uns, Jungs. Schon her, hä? Durchhalt, Marines! Wir haben es fast geschafft! Jetzt mal weiß ich ja, von wo die kommen.
was machen kannst du. Das wird jetzt. Weiter, komm schon. Du Scheißteil. Ja, interessiert mich jetzt gerade mal nicht. Lauf! Ach du Kacke! Ja, mit seinem scheiß EMP, Alter! So, ich hoffe, das reicht. Alter. Freundlich. Ah, komm. Was zum Teufel ist das? Sind doch wieder was geht hier vor? Wir haben die Familie. Ich zieh sie zurück. Mann, was zum Teufel? Zeit für Höflichkeit. Sie haben es mit einer Vernichtungsbiowaffe jenseits ihrer Vorstellungskraft zu tun. Sie und ihre Männer sind in 90 Sekunden tot, wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt. Natürlich.
Zyklon 4, halt! Zurück auf Operationshöhe. Roger. Danke, Colonel. Ja, dann erzähl mal. Ja? Der Speer soll weitere Sporen verbreiten. Aber das System lässt sich aushebeln. Okay. Sie müssen daran hochklettern, wie bei dem im HL. Hands auf jetzt. Na dann los. Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze. In etwa 20 Sekunden. Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen. Okay. Einen kleinen Moment. Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist wie geplant. Zyklon 4, Land! Nehmen Sie uns auf! Verstanden! Wir gehen runter! Komm schon! Verdammt! Wer bist du denn? Der Speer, Alcatraz. Achten Sie auf den Speer. Das Ding lebt nämlich noch, komm schon. Sehr gut. Komm schon. Komm schon, mal los. Du schaffst das! Komm schon! Hargreave. Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen.